So, moin ihr Lieben und wieder runter von der Pause-Taste. Es geht weiter. Na, ihr habt mal wieder ein bisschen ausgehalten mit mir, ne? Oh ja. Ich will mal wieder gucken. Ach ja, die sind wieder raus hier. Wir haben schon wieder 2 Minuten Verspätung. Ja, das kommt, wenn man einmal ums Ei fährt, Jürgen, ne? Aber nicht um die eigenen. Oh. Ihr wisst schon, was ich meine. Einmal ums Haus und so. Und dann hatten wir einen guten Hänger drin. Am Anfang. Ich denke, das Problem ist einfach, dass Omsi schnell überlastet ist mit irgendwas. So, mal ein bisschen so, dann können wir ein bisschen leiser sprechen. So. Oh, ja. Kann ich dir sagen, weil mein Computer hakt. Kannst ja mal besser fahren, du kleines Arschgesicht. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Willst du eine Fahrkarte haben? Du kannst ja mal besser fahren, hä? Ehrlich, ey. Gucken, ob hinten alles frei ist. Ja. Ach, ich hatte heute so ein bisschen Zeitnot, weil ich musste nämlich, ich wollte eigentlich schon viel eher mit dem Aufnehmen begonnen haben. Hat aber dann mal wieder nicht geklappt, weil ich noch weg musste. Ah, mein Ketterspiel. Die armen Geos. Immer unter Zeitdruck. Ja. Ich musste meinem Kollegen heute erstmal erzählen, wie man eine Garage aufräumt. Solche Arbeiten mache ich dann auf dem Sonntag. Ist ja nichts dagegen, ne? Ja, was denn? Ist das jetzt nichts für deine alten Beine oder ist das eine Farsch? Hallo. 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 Na, ihr alten Klonfiguren. Auch gleich noch 2 Omas. Naja, eine 2. Akoya. Im Doppelpack. Scheiße. Akoya im Doppelpack. Ja, nicht schlecht. Hier oder was? Ja, du fahr mal lieber, du komisches Feuerwehrauto, bevor wir uns mal wieder in die Konflikte kriegen. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Ach, hier, das war das hier mit dem Bums, ne? Müssen wir ja ein bisschen aufpassen. Ja, ich fahre jetzt, steige jetzt extra zum zweiten Mal, weil ich sie vorher überhaupt nicht kannte, wo wir die angefangen haben. Und ihr müsst mir ja auch mal sowas geben wie Chancen. Obwohl die Strecken ändern sich nicht viel. Wie ihr seht, sind die relativ, laufen die parallel. Uiuiuiuiui. Beim nächsten Mal bremse ich härter. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke, bitte. Danke. Bitte. So, dann gucken wir doch mal, wie viel Omas wir jetzt noch an Bord haben. Ach, guck mal, sie läuft auf mich zu. Jetzt wird der Bus aber mal voll hier, wa? Geo, der ist schon die ganze Zeit voll, du guckst nur nie. Also, okay. So, jetzt müssen wir gucken, dass uns keiner ins Auto fährt. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Schön. Klar. Wir fahren doch anständig. Halt dich fest da hinten. Wohin wolltest du denn eine Fahrkarte haben? Dankeschön. Bitte schön. Einmal normal, bitte. Ja. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Kann ich dir was für eine Tastatur hack, du Arschgesicht? Mann, ey. Affe. Dämlicher.
Moment ist die Ampel noch grün. Wobei es ja bereits genug für zwei Leute. Kannst du mal die Fresse halten da hinten? Kannst ja auch aussteigen. Kannst mich auch mal gepflegt am Poppes küssen. Wenn's denn schmeckt. Ehrlich. Nee, für meine alten Beine ist das auch nichts mehr. Oh, hier meine alten Beine. Oh. Ach, sie sind ja heute wieder so gequält. Meine Güte. Ich habe immer gedacht, Berlin sind harte Jungs und harte Leute. Und was ist es? Alles nur Heulsusen. Ihr müsst mal in Ostfriesland-Bus fahren, Mann. Schön über Land. Und dann hast du erstmal so eine Horde Schafe oder Kühe auf die Wiese stehen, Mann. Mitten auf Straat. Mann, ey. Naja. Der König wird sich vor Lachen bepissen. Ja, ich weiß. Für meine auch nicht. Deswegen muss ich auch immer so fest in die Bremse treten. Hallo. Ach, der schon wieder. Der hat mir noch gefehlt. Wo war das Kind mit den drei Eis? Ja, lassen wir das mal. Gio, du sollst die Leute nicht bestechen. Warum denn nicht? Ich habe hier ganze Kasse voller Geld. Zwar noch D-Mark, aber egal, die kann man umschalten in Euro. Ich fahre euch dann noch zur Landesbank. Ja, deine Stimme habe ich für mich, ey. Hallo. Hallo. Ey, Kleiner. Normal, bitte. Ich wollte den Kleinen bestechen. Danke. Bitte. Kleiner, hast du mitgekriegt, tritt den Opa mal in den Arsch, ne? Kriegst von mir 10 Mark, ey. Oh, Mann. Ach, die Ampel ist ja rum. Weh. Du bleibst stehen da hinten, du. Ach, machen Sie Spaß. Können Sie mich mal anständig fahren? Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Du kannst mich am Arsch lecken. Beim nächsten Halt mach ich die Tür auf. Schnauze da hinten. Und Spoiler. Jetzt fahr ich. Könnt mich doch mal. So, nächster Haltewunsch ist nächste Haltestelle. Schon wieder auch wegen euch 2 Minuten Verspätung, weil ihr nur am Kacken seid da hinten. Mal sehen, ey, was ihr alles für Weicheier-Arschlöcher seid da hinten. Ehrlich. So, halte uns. Jetzt kannst du aussteigen. Halte auch extra wegen dir an, du. Ziel. Und raus mit dir. Zippe. Der sitzt halt, ob er noch in Hose geschissen hat. Aber das kennen wir ja schon. Oh, so einen richtig schönen, fetten Köttel in der Hose. Oh, lecker. Der muss stinken. Ah, Schepper! Scheiße mit dieser Brandung da. Ja, steig doch aus. Mach, was du willst. Ja, siehst du, grüßen tut er auch nicht. Du musst erstmal wissen, was Fahrstil ist, junges Mädchen. Hä?
Stell mal vor, wir würden jetzt mal mit einer Blaulichtfahrt machen, mit Hülala und so. Das wäre noch viel schlimmer. Das ist hinten beim Feuerwehrfahrzeug, wenn du hinten Wasser drauf hast und das schwappt dann noch so schön. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Ja, es ist unglaublich, ja, wie ich fahre, ne? Oh, ist das unglaublich, wie ich fahre. Oh, nee. Und ich rauche nicht, habe ich das vorhin aufgefallen? Taichi sagte, ich will ein schlechtes Vorbild, wenn ich bei euch Kindern rauche. Ihr habt gar nicht Unrecht, ihr habt Recht. Deswegen tue ich es nicht. Rauchen ist ungesund, ne? Und es gibt Falten, ihr wisst schon, aber ich sag's lieber nicht. Ich denke mir mal einen Teil. Weil die Folgen sollen ja jugendfrei bleiben, habe ich mal gehört. Meine Stimme ist auch noch nicht die beste, wie ihr das mitkriegt. So. Halt die Schnauze. Raus mit dir. Hallo. Hallo. So ihr Lieben, dann gehen wir mal wieder auf die Pause-Taste und dann sag ich bis morgen und danke fürs Zuschauen. Tschüss.